Hi Freunde, servus, ich bin der Renton. Wir spielen Ori and the Blind Forest, sind im Grab der Gumon. Hier rechts kriege ich Energie abgezogen, alles klar. Ich habe zwei Punkte, die ich einsetzen kann. Bin heute übrigens ein bisschen fitter wie beim letzten Mal. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Gut, machen wir doch. Machen wir doch, gar kein Problem. So, schauen wir mal. Okay, hier will mich alles killen. Oha. Jetzt haben wir wieder hier ein Lichtgefäß, was wir rumtragen müssen. Ich weiß nicht so ganz, wo es hin muss. Aha. Ah, guck mal da. Durch das Lichtgefäß können wir Otter erreichen, die uns vorher Energie abgezogen haben. Obacht. Seht ihr das? Hier habe ich vorhin Energie abgezogen bekommen. Jetzt ist alles paletti. Gucke ich natürlich zuerst mal, was hier rechts geht. Ja, speicher mal. Gut, das zieht mir trotzdem noch Energie ab. Ist natürlich nicht so praktisch. Problem. Ich habe nicht mehr viel Energie und links sind weitere Dornen, die auf mich warten. Bin ich mal gespannt. Ah, ich kann trotzdem noch attackieren. Hätte ich nicht gedacht. Sprich, eventuell. Ah, guck mal, so geht es. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man da normal weiterspringt und dann an der Wand entlang läuft. Okay. So, ich warte mal, bis die Falle hier erledigt ist. So, wenn ich das fallen lasse. Sau cool. Das ist ein cooles Feature. Sehr schönes Gameplay. Ich guck mir hier erstmal die sogenannte Pattern an. Hat aber gut funktioniert. So. Was jetzt komisch ist. Fuck. Ich wollte gerade sagen. Ach nee, Kacke. Das nächste Mal wieder drüben speichern. Ich wollte gerade sagen, dass jetzt komisch ist, ich drücke nach links, um nach rechts zu laufen quasi, weil ich ja auf dem Kopf bin. Ich mag sowas nicht, weil ich mich da immer so umgewöhnen muss. Aber gut. Da muss man durch. So, warten, sauber. Top, nimm's mit, danke. Okay. Diesmal ein bisschen schneller. Und jetzt nicht vergessen, dass ich nach rechts drücken muss. Gut. Seht ihr, ich kann den auch erst attackieren, wenn er rot wird. So wie jetzt. Hat ja wunderbar geklappt. Okay. Der da unten wird nicht rot. Wo ist die Kugel? Ah, die ist mitgeflogen. Ach, fuck. Ah, ich hab schon wieder nicht gespeichert. Oh, nee. Oh, fuck. Ah, gut, dann nochmal durchrennen. Und diesmal vorne speichern. Drauf geschissen. Ja, tut mir leid. Normalerweise würde ich sagen, hey, ich schneide das alles raus, aber das Spiel ist so wunderschön, da will ich keine Minute draußen haben. Auch wenn es nervig ist. Scheiß drauf, wir machen dasselbe nochmal. Okay, warten, bis die Bomben weg sind. Gut. Runter. Stein einsammeln. Mhm. So.
Nummer 2. So, kann ich hier? Jawohl, funktioniert. Alter, dass ich aber jetzt nicht gestorben bin, gell? Ich versuche jetzt genau das hier zu machen, bis es tot ist. Das Spinnenvieh. Saubere Sache. Ist wahrscheinlich die beste Lösung gewesen in dem Moment. Gut. Nochmal speichern. Sicher, ist sicher. Ah, guck mal da. Ihr seht rechts das Teil. Versuche ich jetzt zu holen. Ah, ich muss den Stein loslassen. Also die Lichtkugel. Fuck. Komm her. Das war nix. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das wirklich so die beste Lösung ist. Hopp, schieß. Jawohl. Nee, will irgendwie nicht funktionieren, aber ich will den scheiß Kristall da rechts. Das war viel, viel, viel zu früh. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt eigentlich überhaupt vorhab. An der Stelle. Jawohl, geht doch. Und nochmal speichern. So, Kugel, komm her. Danke. Okay. Der Rest hier ist jetzt relativ gediegen. Jetzt wird es ein bisschen blöd. Durch dieses Links-Rechts-Verhalten. Geht das mit Doppelsprung? Nee. Was ich an der Stelle hätte machen müssen. Das ist nett. Komm, ich lass mich sterben. Wahrscheinlich den Stein in der Luft loslassen und dann einen Doppelsprung machen. Probiere ich auch gleich nochmal aus. Sobald ich dort wieder angekommen bin, versteht sich. So. So. Und so. Genau. Geht nicht, ich kann es nicht in der Luft loslassen. Dann. Okay. Nein. Ja, lass dich sterben, hopp. Ist ein bisschen verwirrend, ich. Ne, in der Luft loslassen. Doch, geht, es geht. Nur sehr, sehr, sehr zeitverzögert. Seht ihr, das dauert viel zu lang, bis der den dann tatsächlich losgelassen hat. Okay, das wär's gewesen, das wär's gewesen. Sauber. Gleich nochmal speichern, ich will die Kacke nicht nochmal machen. Ich hab gedacht, das hier oben verwundet mich. Geht aber gut. So, jetzt warten. Okay. Holy fuck.
Jetzt bin ich leicht verwirrt. Nein! War doch. Ach Gott. Schauen wir mal. Kann man jetzt speichern? Ja. Dass es gespeichert ist, wenn der Stein zurückkommt, dass wir nicht jedes Mal so lange warten müssen. Ich konnte hier eine Verbindung aufmachen. So, ich kann hier außen rumlaufen, ne? Das soweit ist okay. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Bin ich zu blöd dafür, oder? Warte mal, wenn ich jetzt... Okay, und jetzt? Nee. Das Problem ist, ich kann das Ding nicht... so festhalten. Wenn ich hier nach links springe... Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Erstmal zerstören, genau. So, wenn ich jetzt hier die Schräge habe, gehe ich hier auf die andere Seite. Genau. So. Perfekt. Okay, Stein habe ich, ne? Gut. Ah. Jetzt sehe ich auch, wo die zwei Teile sind, die mir noch fehlen. Speichern wäre halt ultra nice, ne? Fuck, das gibt mir aber keine Energie. Ich will Energie! Ich brauche Energie! Ich will doch nur speichern. Ah, mehr will ich nicht. So. Pass mal auf, da links ist Energie. Reicht auch zum Speichern. Perfekt. So, ich probiere jetzt mal direkt hoch zu fliegen. Am Arsch hängt da der Hammer. Ah, ist natürlich nicht so einfach. So. Ja, diese Gravitationsspielchen sind schon geil. Ich muss ein bisschen umdenken. Ist aber natürlich jetzt nicht so verkehrt. Danke. An den Portalen kann man sich teleportieren, oder? Oder geht das gar nicht? Nee, geht gar nicht irgendwie. Ich habe gedacht, man kann sich von Punkt zu Punkt irgendwie teleportieren. Ist jetzt auch nicht weiterhin tragisch. Wäre nur interessant gewesen für dieses Achievement später, von wegen, spiel das Spiel in unter 3 Stunden durch. Okay. Das ist Doom. Doomer Frosch. Wie macht man das am besten?
Das ist doch dumm, warum mache ich sie? Das war jetzt gut, dass ich da gestorben bin, weil es einfach sau dumm war und ich unnötig Energie verloren habe. Ich gehe jetzt hin, mach hier die 2 kaputt, danke. Doch, ich mach so. Ich gehe hier runter. Speicher. Gehe jetzt die Wand hier entlang. Es geht nicht. Es geht nicht. Was mache ich denn jetzt? Habe ich jetzt an einer total dappischen Stelle gespeichert? Oder? Ach so, ich kann doch hier eh klettern. Zack. Aus die Maus. Okay. Irgendwie habe ich gedacht, ich fliege in die andere Richtung. Warum auch immer, hatte ich gerade im Kopf. Ja, wie gesagt, mit Umdenken habe ich es alles nicht so. Okay, Achtung. Okay, geht generell nicht. Ich hab doch Y gedrückt. Okay, Achtung! Zack. Jawohl. Meine Fresse. Ungespeichert. Gott sei Dank. Speicher hopp. Jawohl. Also, jetzt müssen wir auf die Seite. Und jetzt. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Ist das hart. Erstmal gucken. Gut, sobald das Ding ganz kurz bevor es ganz links ist, springe ich ab. Nach links drücken, okay. Jetzt. Holy fuck. Okay, die Stelle war in Ordnung zu speichern. Ich habe eben schon gedacht, das war jetzt das Dümmste, was ich hätte machen können. So. Ich speichere hier vorsichtshalber nochmal. Wo geht der Strahl hin? Ganz nach links? Und das war's dann? Okay. Gedrückt halten, dann geht's ab. Nennt mich verrückt. Ich speichere lieber 5-mal, als dass ich den Scheiß nochmal machen muss. Wenn ich ans Speichern denke. Ach, das sind Stacheln. Ach, ajo. Gut, viel zu früh. Jetzt. Zack, okay. Wie komme ich denn jetzt links runter? Ich muss hoch und dann abspringen, oder? Boah.
Mein Gott. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Rechts, gut. Das war hart, hey. Das war hart. Okay, wir haben Gummon gesehen. Danke fürs Zuschauen bei diesem gravitastischen Part. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.